Herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice, wo wir den Löwenaffen besiegen, was uns eventuell einen neuen Bereich öffnet. Aber könnte auch sein, dass er einfach optional ist. Das wäre natürlich auch möglich. Sodle, wir müssten die sterbliche Klinge ausgerüstet haben. Nein! Nein, 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 nein. Au. Eventuell brauchen wir eine andere Taktik. So. Okay, also. Löwenaffe. Löwenäffchen. Nein! Verdammte Scheiße. Nein, nein, nein. Du bist mir einer. Okay. Okay, also. Okay. Das ist nett. Göttliche Hilfen. Wegen Kugelchen essen. Darf ich dir in den Popo hauen? Nein, nein! Hör mal, Junge.
Nein! Nein! Ich hasse dich! Warum bist du so nervig? Lass dich einfach töten! Was ist denn schon dabei? Hä? Okay, für dich ist da sehr, sehr viel dabei. Ah, habe ich schon verstanden. Nein! Okay, das war sehr, sehr gut. Ich denke, ich habe eine Methode gefunden, um ihm den ersten Batzen abzuziehen. Aber wie sollen wir ihm den zweiten Batzen abziehen? Ah, Fragen über Fragen. Und Fragen. Ha. Nein! Du sollst mich nicht werfen! Ich hasse es, von dir geworfen zu werden! Ey, das funktioniert auch nur einmal. Gut zu wissen, dann brauche ich es nicht nochmal probieren. Nein! Oh. Warum bist du so nervig? Hör auf damit! Bitte! Ich mag nicht mehr. Fang doch nicht direkt schon so an. Wenn du direkt so anfängst. Da habe ich absolut gar keine Lust mehr, mich weiter mit dir zu beschäftigen.
So, le. Nein! Fuck. Okay, ich habe einen groben Plan. Er ist sehr, sehr grob, aber... Sagen wir, es ist die Hälfte eines Planes. Oh, ein Viertel. Vielleicht auch weniger. Bessere Sache ist... Nein! Wenn wir so anfangen, kann ich auch direkt sterben, also. Das macht dann keinen Unterschied mehr. Wenn er uns direkt als erste Amtshandlung wirft, dann betrunkener Verwalter. Au, das hört sich nicht so toll an. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Das Husten und Keuchen eines Betrunkenen, der die Ernsthaftigkeit von Opfergaben vergessen hat und sie dennoch da erbringt. Der Besitz dieses Objektes reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erlangen. Ja, göttliche Hilfe wäre, es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn wir sie nicht bekommen hätten. Auf. Sorry, aber ich muss mal kurz Wir haben halt schon zu viele Geistesembleme benutzt. Wenn wir direkt alle Geistesembleme verbrauchen, dann ist die Chance kleiner, dass wir ihn irgendwann besiegen können. Hätten wir eine Fähigkeit. Wenn wir eine Fähigkeit uns holen. Zum Beispiel die Karma-Fähigkeit. Dann können wir... Wow! 17 Geistesembleme. Eins mehr. Okay. Eins könnte den Unterschied machen? Oh, ich glaube es ja weniger. Hallihallo. Ich melde mich zurück aus der Liftpause. Denn es wurde echt stickig und lasst es mich so sagen, es war Zeit dafür, einfach eine halbe Stunde Durchzug zu haben. Ich habe mich ein bisschen von den Schrecken erholt, die dieser gigantische, mit Kot werfende Affe uns bereitet.
Wo ist die andere Flasche? Warum habe ich die nicht ausgerüstet? Das hat wertvolle Sekunden gekostet, in deren wir hätten den Affen ernsthaft verletzen können. Affe wälzt sich wild umher. Affe wälzt sich wild umher. Affe springt. Affe rast wild umher. Affe springt. Affe auf Wegrennmodus. Affe springt. Affe greift. Affe hat seinen Wutanfall. Wird er wieder anfangen mit Exkrementen zu werfen? Ich hoffe nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir das hinter uns gelassen hätten. Oh nein. Oh nein, es sieht nicht so aus. Affe warf mit Exkrementen. Selbst der härteste Ninja kann diesem Angriff an Ekligkeit nichts mehr entgegensetzen. Wir haben Menschen gesehen, die verbrennen. Menschen, die ihren Kopf verlieren. Affen, die ohne Kopf weiterkämpfen. Aber was wir bei Gott nie wieder sehen wollen, sind Leute. Nicht unbedingt nur Affen, sondern Leute, die mit Exkrementen werfen. Denn Leute, die mit Exkrementen werfen, sind einfach Abschau. Sie sind Abschau. Irgendwas zuckt da. Ich bin mir nicht sicher. Oh nein! Der Affe lebt weiter! Ohne Kopf! Immer auf Abstand bleiben. Au, 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 au. Beruhigen. Beruhigen. Immer schön auf Abstand bleiben. Nicht geizen, nicht geizen. Rennbutton. Okay, er macht seine Schrei. Fällt sich auf den Boden. Affe. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie wir da irgendwo einmal Gelegenheit haben sollten, an ihn heranzukommen. Ups. Das war zu nah. Ich sehe ein. Das war taktisch sehr, sehr scheiße. Taktisch unklug. Wir haben auch nicht mehr genug Bäume.
Er springt. Er springt. Und er schreit. Das uns die Möglichkeit lieferte, ihm eine reinzuhauen. Er hoppt um den Boden. Wie gesagt, wir müssen irgendwie wieder hinter ihn kommen. Er kann uns kurz nicht sehen. Schrei! Feuer bringt uns gegen ihn. Das ist einfach scheiße. Okay. Hey, mein Bruder. Er lässt mir nicht allzu viele Möglichkeiten. Er lässt einem wirklich nicht allzu viele Möglichkeiten. Am Anfang dachte ich, ach, der Affe, den werden wir genauso einfach besiegen wie den zweiten Kopflosen. Wie sehr ich mich geirrt habe. Oh mein Gott, wie sehr ich mich doch geirrt habe. Machst du auch mal eine Verschnaufpause? Lass mich mal kurz was gucken. Wunderkreise. Oh. Nein! Ich habe mich hinreißen lassen. Oh Gott. Oh Gott. Beruhigungsmittel, da können wir... eigentlich die Kügelchen drauf tun, dann können wir hier Gegenmittelpuder und hier die grüne moosige Flasche. Mein Gott! Du räudiger Affe! Erstes Kügelchen. Das war ein Fehler. Ich sehe es ein. Das war definitiv ein Fehler.
Aha. Äffchen, sei doch nicht so. Erlaub mir mal kurz. Das kostet auch nichts. Vielleicht sollte ich den für die zweite Phase benutzen. Okay, Affe. Au. Okay, das war auch scheiße. Puls. Ah, in der Mitte war es gut. Okay? In der Mitte war es gut. Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wir können so schalten und direkt wieder hinkommen. Oh, in der Tat. Sinnig, sinnig, sinnig. Ich weiß jetzt, warum die den Schnitt genommen haben. Äppchen. Auch wenn ich mir manchmal denke, zur Hölle, der Emoji wäre doch deutlich besser. Weil wir dadurch, unsere Haltung regenerieren würden. Okay, er wälzt sich auf den Boden, er wälzt sich auf den Boden. Er springt und greift. Er wütet. Kürbisflasche. Er springt. Greift. So langsam begreife ich. Affe. Affe springt. Springt in die Luft. Es zeigt eigentlich, wie durchgedreht dieser Affe ist. Wenn er als Affe keine Angst vor Knalleffekten hat. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, aber da war ein Stocken im Bild bei mir, wodurch ich feste Überzeugung war, dass ich die Exekution nicht schaffe. Okay. Ergo.
Beruhigungsmittel, melierte lila Kürbisflasche. Okay, falsche Flasche. Was hast du vor, mein Alter? Sorry, dass ich wenig sage, aber holy macaroni. Egon! Ich glaube, das ist der dritte Name für den Affen. Ich muss ihn anvisieren. Das war ein Totschlag. Ups. Ups. Kann man ihn irgendwie dazu bringen, seinen Kopf wieder aufzusetzen und zu brüllen? Irgendwie fand ich das weniger bedrohlich, als ständig im Kreis rennen zu müssen. Vor allem, wenn man dann ihn aus dem Fokus verliert und er auf einmal hinter einem hängt. Nein! Affe! Ist ja fast so schlimm wie Ginyu. Er ist wütend. Vielleicht hätten wir das nutzen können. Er schreit. Letztes Kügelchen. Hockt
perfekte Gelegenheit, einfach mal seine Haltung zu regenerieren. Das macht so verdammt viel Schaden, mein Freund. Ich würde ihn sehr, sehr gerne einmal mit der sterblichen Klinge erwischen, aber... Oh Gott. Ich weiß, dass das eine grauenhafte Idee wäre. Und so lange so nah in seine Gegend zu bewegen. Oh Gott, das geht jetzt auch schon wieder 22 Minuten. Oh mein Gott, Jungs. Vor allem du, mein Freund. Affe. Vielleicht bin ich jetzt etwas zu ängstlich, nachdem die ersten Versuche dadurch von gekrönt waren, dass ich zu übermütig war. Wir haben keine... Okay. Okay. Wir haben nur noch eine Sache zum Heilen. Mensch, werden jetzt garantiert wieder 3 Stunden Videomaterial, die ich zusammenfassen kann. Aber da, aber da, da. Nein, nicht pupsen. Pupsen böse. Verlauster Affe. Nein! Well played, Arthur. Well played. Ein Affe kann mir nicht in den Tag gehen. Ich stehe über den Dingen.
Das war wirklich schlecht. Das war scheiße. Ich hatte das schlechteste Timing aller Zeiten. Halt deine gigantischen Patscherchen bei dir. Was habe ich dir über Grenzen gesagt? Das wäre jetzt im echten Leben der Punkt, wo man sagen würde, Schatz, ich habe dir gesagt, dass wir ihn kastrieren sollen. Das mache. Und ihm direkt ordentlich Schaden reinzimmern. Ist in der Tat eine Möglichkeit. Was? Warte kurz. Oh Gott, das war knapp. Nein! Ich habe zu viel rumgespielt. Das ist das Schlimmste. Man denkt, ich bin voll gut, hab es jetzt raus. Und dann, nope. Hi. Ich bin ein riesiger Affe. Und stolz zu sagen, ich bin euer Gastgeber. In der Tat. Der sicherste Ort ist an seinem Arsch oder neben ihm. Machst du einen Sprung?
Okay. Noch 816 im Vorrat des Pack deine dreckigen Kacke-Patscherchen weg. Wisst ihr, was Sekiro immer noch besser macht? Als Dark Souls 2. Die Heilung ist nicht so verdammt langsam. Was war das jetzt bitte? Insgesamt ist es mir jetzt auch Pumpe, aber ich werde sie hier nicht mehr erlangen. Ups. Okay, nein, 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 nein. Definitiv der falsche Zeitpunkt gewesen, um Dingsbums zu machen. Um gegen das Gift vorzugehen, weil wir haben es auch schon geschafft. Alles hat gewählt, die haben ihn Dollar erwischt. Was nichts heißt, er ist auch größer, er kann mehr ab. Aber wir sind wendiger. Benutzt die Kügelchen.
Und weißt du, was du noch benutzt? Ja, richtig. Geistessturz. Affe. Warum hat der Affe eine kurze Unverwundbarkeit? Dadurch bietet sich mir ein glücklicher Zufall. Habe ich dich überrascht? Du hast mich so ein bisschen überrascht gerade. Schrei, schrei, schrei! Das war schlimm, das war scheiße, das war nicht allzu hilfreich. Wieder etwas ranwagen. Okay. Nehmen wir das. Okay.
Nein! Ich sollte ihn morgen versuchen. Eine Nacht Ruhe. Und dann morgen. Alter. Beziehungsweise einfach ein bisschen Abstand zwischen den Affen und mich bringen. Vor allem zwischen der Affenkacke. Ich kann dazu sagen, es ist ja schon länger nicht mehr vorgekommen, dass wir wirklich so lange an dem Boss hingen. Und ich einfach nicht sagen konnte, wie Teule kriegen wir den down. Bei dir sage ich ja auch nicht, hey, wie soll man die down bekommen? Es geht. Aber ich sollte mich jetzt ausruhen und das Ganze zu einem anderen Zeitpunkt erneut versuchen. In dem Sinne danke ich mich recht herzlich für... Ah, nein, das werdet ihr noch an diesem Part bekommen. Also. So, wir waren bei unserem Liebling stehen geblieben. Dem Löwenaffen. Den wir jetzt auch hoffentlich endlich besiegen können. Ich bin echt kein Freund mehr von ihm. Deshalb, los, komm her. Okay, das war Kacke. In der Tat. Also? Auf ein neues. Er wirbelt rum. Okay. Nein, nicht der Touchdown.
Mädchen. Und Gegengift, wo haben wir es? Au. Au. Wirft sich wieder auf den Boden. Stirb. Version 1, mehr oder weniger souverän gelöst. Weg. Verschwinde, Affe. Ich dachte auch nie, dass ich es sagen würde, aber ich vermisse deine andere Form. So, mach was. Am besten irgendwas, was ich gegen dich benutzen kann. Am besten, was er dann gegen dich benutzen kann. Wie
gesagt, die ganze Zeit im Kreis laufen, das geht ein bisschen auf Kosten der Kameraführung. Er ist halt ein spezieller Bursche. Ich denke, da kann man nichts gegen sagen. Aber eine schlechte Idee. Haben wir nicht noch göttliches Gras? So. Bist du jetzt endlich tot? Oh Gott. Endlich. Meine Güte. Erinnerung, welcher da drach. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer in dem Geist des Wolfes weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Auch wenn der Brechter dafür besiegt wurde, heilt sein Gebrüll weiter. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit. Zarter Finger. Der zarte Finger einer jungen Frau kann in der Shitomi-Prothese als Prothesenmodul benutzt werden. Er wurde halb verdaut im Bauch des Wächteraffen gefunden. Es gibt die Flötensignal-Shinobi-Technik, die Tiere wild macht. Das offene Loch im Finger zeigt, dass diese Technik genau dafür benutzt wurde. Okay. Wir haben ihn besiegt. Wir haben besiegt. Letzten Endes haben wir diesen gottverdammten Scheißaffen besiegt. Was ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich für möglich gehalten habe. Aber okay. Gehen wir zum Bildhauer und machen uns unsere, glaube ich, letzte Prothese.
Und jetzt dürften wir. Okay, das ist nicht unser letztes Prothesenmodul. Okay, uns fehlt immer noch was. Uns fehlt immer noch was. Was? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Was genau fehlt uns eigentlich noch? Was hast du denn Schönes? Nicht allzu viel. Okay. Also, Angriffskraft verbessern. Relikt Wächteraffe. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es dem Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Man sagt, ein befallener Körper sei Zeichen der Unsterblichkeit. Doch ein derart langes Leben wäre einsam für einen Affen. Vielleicht war das widerhallende Brüllen des Wächteraffen auch ein Flehen um etwas. Okay. Wir versuchen das Tal Wächteraffen Wasserstelle. Da gucken wir im nächsten Part mal nach, ob hier irgendwas rumliegt. Und ansonsten war es das für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge gewesen sein. Aber sie war ja dadurch nicht langweilig. Wir haben den Wächteraffen endlich besiegt. Und in dem Sinne, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Haut rein. Bis dann und ciao.